Mit einem spanischen Passionsrhythmus haben wir Sie gerade begrüßt. Zu den Passions- und Karfreitagsprozessionen in Italien und Spanien sind solche Rhythmen zu hören. Dazu werden tonnenschwere Kruzifixe und Heiligenfiguren durch die Straßen getragen, womit an den Leidensweg Jesu erinnert werden soll. In diesem Jahr können diese Prozessionen genauso wie unsere Gottesdienste nicht in traditioneller Weise stattfinden. Darum begrüße ich Sie herzlich zu unserer musikalischen Osternacht über das Muldentalfernsehen bzw. das Internet. Die Osternacht wird in diesem Jahr Corona-bedingt nur durch meine Familie und in gebührendem Abstand Reinhard Pelzius an der Orgel und Konrad Fichtner am Kontrabass musikalisch gestaltet. Wir beginnen mit einem lateinischen Gebetsruf. Wo Nächstenliebe und Liebe wohnen, da ist Gott. Sie sind herzlich eingeladen, mit einzustimmen. Nur ahnend erfassen wir die neue Wirklichkeit. Doch wir trauen dir zu, dass du uns verwandelst. Du kennst alles, was uns beschwert und wo es dunkel in uns ist. Lass dein Osterlicht leuchten in uns. Amen. Thank you.
Wie ein Außerirdischer in New York fühlte sich auch der Lyriker Uwe Kolbe, der in einem atheistischen Haushalt in der DDR aufgewachsen ist. Vor 3 Jahren veröffentlichte er einen kleinen Gedichtband mit dem Titel Psalm. Im Vorwort dazu schreibt er: Hier sind meine Psalmen, Lieder nach alter Art, Gebete. Aber es sind keine Lieder geworden, wohl auch nicht recht Gebete. Es sind meine Psalmen, Ansprache dessen, der Gott traf, an ihn, an Gott, in seinen 1000 Gewändern. Aber das sind nicht Psalmen, die einen Himmel ausgehen, das sind Gedichte, Fragen und auch manches Flehen. Und zu meinen sind keine von der sicheren Seite gesprochen. Das unterscheidet sie deutlich von den meisten Psalmen, die in der Schrift gesammelt sind. Die strotzen noch in größter Pein von Gottvertrauen. Ich habe nun keinen anderen gefunden, als sich der Name der irdischen Liebe erschöpfte. Es gab keinen Ersatz dafür auf Erden. Ich sagte Gott. Und als ich ihn ansprach, verweigerte er sich nicht. Aus verlorener Nähe der Liebe wurde Nähe zu Gott unmittelbar. Diesen Psalmen eines Heiden, der Gott verpasste, weil keiner bei dem Kinde ging, der sagte: Hörst du die Stimme? Ich lernte zu schwimmen in Seen, kletterte auf Bäume und blieb so lange wie möglich oben, weit weg von allem. Irgendwann schrieb ich Gedichte. Und all das Schweigen in dem, was ich schrieb, galt von Anfang an den Größeren gegenüber. Davon schwieg ich aber, dass sie sich zwischen den Zeilen der Gedichte stehen, als den poetischen Raum. So nannte ich das vielleicht. So ließ ich es mir einreden. So sind diese hier genau genommen Ketzerpsalmen, weil ich den Kinderglauben verraten habe, der zum Gespött wird in den Straßen der Stadt. Der immer und überall verlacht wird, der Glaube des Kindes, während er doch besteht und groß ist und die Dummheit und die Dreistigkeit überlebt und die Bedrohung durch Nichtigkeit. Nur, der damals die Gedichte schrieb, stand nicht dazu, wenn auch zwischen den Zeilen oder doch in dem Nicht-zu-Sagenden, darin, wodurch Gedicht Gedicht wird. Nun, der Ketzer der Liebe spricht. Jedes Gedicht ein Psalm, jeder Psalm ein Gedicht. Bye.
endlosen Zeit. Das Lied ohne Gott ist tonlos. Es langweilt sich bei sich selbst und seine Sänger schlafen ein. Dem Lied ohne Gott fehlt Gott. Das Geistlose hat keinen Geist. Mein eigenes Schwadronieren, gottloses Wort, das ich sagte, betrug all jene, die hörten. Ich fand mich wohl toll in meiner schwarzen Weste, den Fleck meiner Sehnsucht, von der mein Gesang ging, ein sprachloses Sprechen, ein Fragen, von Anfang hohl. Das Lied ohne dich ist tonlos, Herr, dies ist mein Psalm. Nacht. Auch wenn ich schon das große Schloss der Nacht betrete, schlägt noch mein Herz, dass ich noch bete, es möge eines Tages friedlich stille stehen. Noch kann ich's nicht, doch lass mich, wenn es Zeit ist, friedlich gehen. I will be
Wohin mit den Augen den Blick aufzuheben zu deinem Morgen? Zu nehmen den Weg, wo führt er mich hin? Hinaus aus der Irre? Noch singe ich nicht, ein Stammler der Liebe. Ich bitte dich, lasse mich sehen den Weg und singen dein Lied. Psalm bei dem Feuer. Vergib mir, ich spielte das Leben mit Masken und blieb so wie neu. Ich brachte nie dar Gesicht, ich wies nur je eine Maske, wechselte, suchte, ich kramte, stieg zum Dachboden auf, in den Keller hinab. Sie hingen auf Nägeln die Wände entlang, das Haus gespickt. So ging ich, vergingen die Tage, als wäre das Leben gestundet. Heut endet das Warten, beim Feuer im Garten. Ich schüre die Fratzen, hörst du sie platzen? Vergib mir, ich habe beherrscht von dem Spiel, das Leben wie Masken probiert. So war es, die Stimme dahinter klang hohl. Sag, wie ist es jetzt? All the earth.
Der Dummheit nachgefragt. Wie kann einer, Herr, so dumm sein, den du gemacht, begabt mit dem Auge zu schauen, zu kennen dein Werk und mit dem Gedanken, dem Wort, den Dank auszusprechen für alles, was du ihn finden und fassen lässt? Wie kann einer, Herr, so dumm sein, doch Angst zu haben vor dem Tod? An dich. Du hast mich gemacht, du kannst mich zerstören. Du hast mich aufgemacht, du kannst mich wieder verschließen. Es gibt nichts zu murren, nicht, dass du das meinst. Lass nur den Weg mich, der noch bleibt, an deiner Hand zu Ende gehen. I wanna be wild.
raus. Ich muss raus, raus, raus. Auf der Insel das Haus, meinesgleichen sind viele. Doch all, was ich fühle, ich muss raus, raus, raus. An den anderen vorbei, hin zum Meer, einerlei, ich zählt mich im Haus. Will brüllen statt singen, Wind soll mich bringen. Was ich bin, das will raus. Ohne Kopf, ohne Laus, meine Seele will springen. Sie muss raus, raus, raus. Thank you.
Wir hören die Lesung des Osterevangeliums. Am Abend, als der Sabbat vorüber und der Sonntag eben angebrochen war, machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich bebte die Erde, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Die Wächter erschraken vor ihm so sehr, dass sie zitterten und wie tot dalagen. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Gott hat ihn vom Tod erweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu erzählen. Plötzlich stand Jesus selbst vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Wir wollen miteinander das Osterlied auf mein Herz mit Freuden singen. Wir laden Sie dazu ein, das mit uns gemeinsam zu tun. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 112. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Zeichen, das auf Jesus hinweist. Sie soll uns daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist und dass er das Licht in unsere Welt bringt. Damals war das Grab von Jesus auch nicht für immer verschlossen. Gott hat den Stein weggewälzt und Jesus auferweckt. Seitdem dürfen wir hoffen. Jesus ist nicht tot, er lebt. Und wir
dürfen mit ihm leben. Er will unseren Weg mit uns gemeinsam gehen. Darum beten wir. Guter Gott, du bist Licht und Liebe. Du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt. Mit ihm schenkst du uns Hoffnung und neues Leben. Wir bitten dich, lass uns österliche Menschen werden. Menschen, die das Licht der Ostersonne zu allen tragen, deren Leben dunkel und traurig ist. Wir denken an die Menschen, die im Moment besonders unter den Kontakteinschränkungen zu leiden haben, in Pflegeheimen und Krankenhäusern, die allein leben in ihren Wohnungen, aber auch an die Menschen, die nach wie vor auf der Flucht sind vor Krieg, Gewalt und Hunger. Lass alle, die Kraft und mutlos sind, die Kraft deines Lichtes spüren und neue Hoffnung schöpfen. Stärke alle, die in diesen Tagen in Krankenhäusern, in Supermärkten, in der Polizei, Politik und Verwaltung und in vielen anderen lebenswichtigen Arbeitsfeldern ihren Dienst tun und dabei oft an ihre Grenzen kommen. Schenke Osterfreude und Osterfrieden allen Menschen, denen wir, wenn auch auf Distanz, begegnen. Lasst uns mit den Worten beten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Lasst uns zum Abschluss das Lied 100 miteinander singen. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Thank you.
Thank you.